Sie rufen auf zum Kampf gegen Tabuthemen, Geschichtsfälschung, Gehirnwäsche und Masseneinwanderung. Kritiker vermuten ein verschwörungsideologisches und rechtsesoterisches Denken. Darüber sprechen wir gleich mit der Autorin, Soziologin und politischen Aktivistin Jutta Ditfurth. Von rechten Gruppierungen. Öffentlich-rechtliche Medien als Teil einer gigantischen Verschwörung mit über 6000 Anhängern. Grüße an das deutsche Volk. Ich komme zu euch mit der Bitte, vereint wie ein Mann zu stehen. Ausschnitte aus einem YouTube-Video. Eine Grundsatzerklärung. Die Zeit ist gekommen, dass sich das deutsche Volk erheben muss. Unser Land liegt in Trümmern. Wir fordern natürliche Bio-Lebensmittel für alle. Die Stimme einer neuen Bewegung? Ken Jebsen, ehemaliger RBB-Moderator. Ich möchte auf die sogenannte linke Presse kurz mal zu sprechen kommen, wenn es die denn noch gibt. Und ich bin weder linke noch rechte Presse. Es gibt dieses Links und Rechts gar nichts mehr. Es gibt nur sehr reiche Menschen und ganz viele, die nichts haben. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Ja? Und wir sind hier so eine Art Mittelschicht und uns geht es noch einigermaßen gut. Und die meisten gehen auf die Straße, um ihre Position zu festigen. Auch das ist falsch. Guten Abend, Frau Ditfurth. Guten Abend. Sie haben bei Facebook Ende März eine Debatte um die neurechten Friedensdemos losgetreten. Was hat Sie da beunruhigt? Ich hatte seit einiger Zeit beobachtet, dass sehr unterschiedliche neue rechte Gruppen, aber auch offene Nazi-Gruppen hinmobilisieren zu etwas, was ihre gemeinsame Minimalplattform zu sein scheint, zu sogenannten Friedensdemos